Was geht ab, ihr Spitzendringer, und recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen hier in der Wegberg 8 Modifikation. Ja, bekannt aus der Wegberg 7, hat mir schon gefallen. Auch jetzt endlich mal in der Wegberg 8. Direkt hier auf dem Kanal. Somit vielen lieben Dank an das Modding-Team, vielen lieben Dank an die, die diese Modifikation überhaupt alles möglich machen. Ich bin am Start, ich freue mich und will heute mal ein bisschen schauen, was so geht und was die 8 denn so ein bisschen besonders macht. Ihr habt wahrscheinlich schon 1000 Videos gesehen und so. Tatsächlich habe ich mir kein Video angeguckt. Tatsächlich habe ich mir noch nichts überhaupt angeschaut. Mal ganz kurz so ein kleines Einsteiger-Tutorial. Grüße gehen raus an Flo, der mir das empfohlen hat, dass ich mal kurz drüber schauen sollte. Habe ich ein bisschen durchgeskippt, sage ich ehrlich, wie es ist. Ich möchte natürlich auch den Reiz ein bisschen haben und hier was erleben. Deswegen, heute schön nach dem Feierabend, 14 Uhr, meine Damen und Herren, sind wir hier. Ja, ein bisschen Wetterbericht hat zeigt ein bisschen wechselhaftes Wetter, also zwischen bewölkt und vielleicht Regen. Mal gucken, was der Tag so bringt. Wir haben jetzt mal so ein bisschen mal Chili-Vanille auf der Wache. Ja, wenn was kommt, kommt was. Wenn nichts kommt, kommt nichts. Wir sind ja gerne arbeitslos, sage ich immer. Dann geht es den Leuten gut, dann brauchen wir uns nicht. Wir verschreien ja keine Einsätze. Gell? Somit schauen wir mal. So. Einsatz Löschzug 2, Feuer 1, Wegberg, Radanhofen, August Hercherle, Brenthecke und Anrufer war Ulig. Ja, ich sag's wie es ist. Bei uns kam nichts, deswegen gucken wir mal, was der zweite Löschzug heute so macht. Hier in Radanhofen ist anscheinend ein bisschen was los und brennt der Heckle und ich sehe das jetzt auch schon direkt. Da stellen wir. Florian Wegberg, 21 Halle 201 von Leitstreckkreis Heinsberg kommen. Ja, kommen. Zur Information. Also, wir haben jetzt noch hier nochmals mehrere Anrufe erhalten. Der Erdnerhöhung auf Feuer 2. Gebt mal zügig Rückmeldung, wenn ihr Eintreffen habt. Verstanden. Okay. Wunderbar. Ihr habt's mitbekommen. Durch mehrere Anrufe haben wir jetzt eine Alarmerhöhung. Feuer 2. Hier kommt auch die Meldung aktuell schon. Wunderbar. Ja, also, ich war ja noch der Meinung, bei uns geht nichts. Wegberg 22 MTF, Stärkemeldung 101, 2 Atemschutzgeräteträger. Ja, okay. Verstanden. Ihr fahrt dann auch den Bereitstellungsraum an. Wird gemacht. Ja, ist verstanden. Ende. Okay. Perfekt. Ende. Rettung Geilenkirchen. Okay. FTW 1. Die Leitstelle Kaserne kommen. Ja, kommen. Ende. Vermutlich ein neurologischer Notfall. Der Patient mit plötzlicher Verwirrtheit und zunehmender Unruhe. Die Angehörigen sind aber vor. Okay. Wir warten euch. Verstanden. Ich finde es sehr gut, dass aktuell der Funk sehr dominierendes. Rettung Wegberg, RTW 1. Rettung Wegberg, RTW 1 hört. Ja. Nachforderung für euch. Ich würde auch gerne funken. Bin ich ehrlich? Ich habe die 5 gedrückt. Erste Lage. Ja, erste Lage. So. Okay. So, Rückmeldung. Brennecke. Hier ist der Wegberg 21, Halle 20. Rückmeldung Einsatzstelle. Grad. Okay. Es brennt eine Hecke. Löschangriff in Vorbereitung. Ende. Fahrzeug 17 hört. Weitere Rückmeldung der Einsatzstelle 5. Jawohl. Verstanden. So. Tatsächlich haben wir jetzt hier Fahrzeug 17 gar nicht so viel, wie ich will. Okay. Und ich will eigentlich gar nicht so viel Einsatzkräfte mehr hier haben. Ja? Verstanden. Weil für mich ist das hier ausreichend. Okay. Haben wir ein J bekommen? Nee. Nee, ne?
Leitstelle von Sinkberg 21, Halle 20. Kommen. So. Ja? Kräfteport ausweichen, erlaubt Anfahrt befindlichen Kräfte, können die Einsatzfahrt abbrechen. Ja, verstanden. Was gibt's? So, da musste ich jetzt mal tatsächlich kurz gucken. Hier Leitstelle 1, bei Durchsage. An alle noch an der Anfahrt befindlichen Kräfte. Der Feuerwehr Wegberg, keine weiteren Kräfte erforderlich. Anfahrt abbrechen. Bitte die Runde mit ein. Kein Problem. Was gibt's? So. Unterwegs. Fug. Wegberg, 21, alle 20. Was gibt's? Rechtwunsch. Okay. Weitere Lage. Zack. Ja? Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle. Rad Anhofen. August-Borch-Allee. Ja? Wir haben ein Rohr im Einsatz. Ein Kurs kaputt am BA. Die Polizei ist eingetroffen. Sehr gut. Ihre Rückmeldung wurde verstanden. Freut mich. Also tatsächlich muss ich ja mal ganz kurz loswerden. Ich bin gerade ein bisschen am Kämpfen. Ein bisschen überfordert bin ich gerade schon, weil ich ein, zwei Funktionen mehr machen muss als sonst. Wir bauen jetzt hier auch eine Wasserversorgung auf, bitte. Aber das ist entspannt. Tanktechnisch sieht das alles gut aus. Ah, nicht mehr so viel drin. Not speisen wir ein oder so. Aber Eggenbrand droht jetzt doch hier drüben mal ein bisschen ernster zu werden. Ich kann die Alarmstufenerhöhung verstehen. Wenn wir das auch hier noch ein bisschen mit System löschen. Also zwei Rohre im Einsatz. Und dann ist das hier auch relativ easy, wenn uns jetzt nicht das komplette Wasser ausgeht. Wo ist ein Hydrant? Da baut er gerade auf. Ja, und der meldet Tank leer. Was machen wir jetzt? Wir machen das jetzt relativ simpel. Und zwar ein Verteiler hier vorne hin. Ihr zwei stöpselt ab, nehmt einen anderen Verteiler und fertig hat sie die Sache. Ja, ich hätte tatsächlich das ein bisschen besser koordinieren müssen. Ja, die Wasserversorgung brauchen wir tatsächlich dann nicht mehr. So, okay. Weitere Lage. Ende. Wir texten heute die gute Leitstelle einfach mal zu. Wenn ich nicht so viel quatsch, weil ich ein bisschen konzentriert bin, dann darf das die Leitstelle dafür tun. Ich hätte auch tatsächlich mit der Nachforderung nicht gerechnet, ne? sag ich oder mit der Alarmstufenerhöhung. Aber ich find's cool. Schon mal eine sehr coole Sache, dass es kam. Es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich gar nicht drauf gewartet hätte, dass irgendwas passiert. Ist in Arbeit. Deswegen. Jetzt haben wir Feuer aus. Ist in Arbeit. Lage wird erkundet. Gruppenführer sagt okay. Okay. ATW kann in die 1. Und wir räumen schon wieder zusammen. Gut, dann übergeben wir mal die Einsatzstelle an die Polizei, packen noch die letzten Sachen und dann schauen wir mal, was weitergeht. Was gibt's? Guten Morgen! Zur später Stunde, 5.13 Uhr, Einsatz, Hauptwache. Gruppe Wegberg, Person RET, oder P-RET, ein NF, ein RTW, Wegberg, Beg, am Friedhof 45, Mehrfamilienhaus, Unterstützung, Rettungsdienst, Tragehilfe, Nachforderung durch den NEF und RTW. RTW ist bereits vor Ort, NEF habe ich nicht mit alarmiert, also das ist alles bereits vor Ort. Wir brauchen Tragehilfe, obwohl, shit, hat er am Telefon, hat er am Telefon gesagt, dass der NEF will. Ich weiß, er wollte die Feuerwehr auf jeden Fall. Good morning in the morning, wir sind alarmiert, ich bin da, weil ich bin der Übermotivierte. Und somit schnappe ich mir mal jetzt hier Klamotten. Wir fahren mit Drehleiter raus und dem LF. Drehleiter HLF sollte die Lösung sein für eine entspannte Tragehilfe. Ja, wir sollen auf jeden Fall mit Sonderrechte anfahren. Patient ist zeitkritisch laut RTW. Jo. Typischer Einsatz kennt man. Das klassische, klassischer Tragehilfe, Einsatz für die Feuerwehr. Jeder Rettungsdienstler freut sich drüber. Jeder freiwillige Feuerwehrler. Was gibt's?
Es ist mit gemischten Gemüter, glaub dabei. Ja, manchmal ist es initiiert, manchmal ist es ein bisschen albern. Kann ich da auch ein bisschen nachvollziehen. Höre. Kann es sein, dass wenn man als Anfänger spielt, dass man dann gar nicht die Auswahl hat von Funktionen? Höre. Der Leuten? Fahrzeug 22 hört. Also. Ende. Fahrzeug 22 hört. Fällt mir mal gerade so auf. Normalerweise ist doch bei Wegberg 8 die Funktion jetzt da, dass man die Funktion ist die falsche Aussage, die Qualifikation ausführen kann und einstellen kann oder sogar muss. Ja, werden wir noch rausfinden, meine Freunde. Dann fahren wir vor. Fahrzeug 22 Ende. Fahrzeug 10 hört. 1 zu 1. Dann schicke ich die Drehleiter raus. Dann schicke ich die Drehleiter raus und dann warten wir noch kurz. Ja, ist auch früher morgen, ne? Also, ja. Was erwarten die Leute eigentlich? Ob man jetzt wirklich die Drehleiter als erstes besetzt hätten sollen, müssen, wie auch immer, das ist jetzt mal dahingestellt. Also, ich glaube, das ist eher bei sowas teilweise sinnvoller, wenn die Drehleiter erst ready ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht hättet. Heißt nicht, dass meins falsch ist. Eieiei. Wildes Horn. So ist es aber auch nicht mehr jeden Tag. Naja, jetzt gucken wir mal, was die Einsatzstelle bringt und ob wir die Drehleiter eher brauchen oder ob wir wirklich das HLF mehr brauchen. Abgesehen davon, Tragehilfe, cooler Einsatz. So, dann schauen wir mal, wo der RTW steht. Ich finde ihn tatsächlich auf Anhieb gerade nicht. Bin ich jetzt verblödet oder verblödet? Was haben wir denn? RTW? Also ich gehe mal davon aus, dass ein RTW dann vor Ort steht. Wenn die Tragehilfe anfordern, sollte ja auch visuell ein RTW hier irgendwo stehen. Schwierig. Snaff wäre jetzt zentral gefahren. Wir fahren mal mit dem Neff mit. Ende. Okay, also Neff sagt, Status 3 wäre hier. An der Hausnummer 18. Fahrzeug 6. Jetzt wäre die gute Frage. Ende. Haben wir noch irgendwo. Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben nirgends Fahrzeug irgendwo jetzt hört. Noch den Status. Welche Hausnummer das wirklich ist, ne? Das ist jetzt wiederum ein bisschen suboptimal. Ende. Ich sehe kein RTW und. Wenn ich kein RTW sehe und der RTW ist ein Nachalarm gewesen, ist es jetzt einfach nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt einfach nur ein. Haha, hihi. Ah, hier ist der Fahrzeug RTW. Fahrzeug 7 hört. Jo, bisschen versteckt, aber gut. Jetzt muss ich nur wieder meinen NEF suchen. Da. Fahrzeug 35 und der RTW hört. War hier. Die Drehleiter stelle ich mal so hin. Das HLF stelle ich dahinter. Einmal drehen und das NEF. Fahrzeug 35 hört. Fahrzeug 6 hört. Ende. Dürft ihr beide noch mit Signal anfahren. Okay, gut. RTW hört. Ist irgendwo hier drin. Also entweder, ich denke eher in der 45, oder? Ich glaube eher in der 45 und nicht da jetzt hinten drin irgendwo. Aha, HLF ist auch eintreffen, schön. Und ganz klassisch, der Fahrer parkt immer vor der Tür. 6 gut. Hört. Dann schauen wir nochmal mit dem Notarzt, wo wir hinkommen. Ja, das ist hier. Und das ist hier einmal. Ah, okay, wait a minute. Wait a minute. Läuft das so ab? Gruppenführer, zack. Fahrzeug 38 hört. Ende. Kann ich. Gibt es ein Tragetuch von unserer Seite aus? Nee, das ist ja eigentlich alles schon fertig gewesen, ne? Da oben ist jetzt Party. Ich habe jetzt den Gruppenführer hingeschickt und ich habe den Notarzt hingeschickt. Jetzt ist die Frage, was passiert. Erkunden einfach, es werden 3 Feuerwehrmänner zur Tragehilfe im Haus benötigt. Aha. Was gibt's? Dann haben wir 3 Feuerwehrler. Fahrzeug 35 hört. So, dann kommt der noch mit. Was gibt's? Zack. Hört. Die Trage des Rettungsdienstes. Hört. Wird noch Ende. Eben. Was gibt's? Ah, okay. Cool. Fett. Ich bin begeistert. Das ist richtig geil gemacht. Fuck yeah, Alter. Also, vielleicht
Ja, Mann, mit der Katana. So nicht anders, meine Damen und Herren. Schön. Ey, und ich finde es richtig gut gemacht. Also wirklich, ich finde es wirklich sehr gut gemacht. Gut, rein hypothetisch hätte man dann mit dem HLF ausrücken können und die Drehleiter hätte man vielleicht da lassen können. Aber die Drehleiter mitzunehmen, schadet natürlich jetzt in dem Fall nicht. Ah, ich bin begeistert. Alter, ist das cool. Also wirklich Props raus. Finde ich mega cool gemacht. Auch, dass es ein bisschen zeitlich dauert und so, dass es nicht sofort ist. Sehr cool. Ne, Fahrer chillt draußen, ja, wie es gehört. Ne, wirklich fett. Also, sehr cool. Gruppenführer ist schon draußen. Bin unterwegs. Das heißt, den braucht man nicht mehr. Fahrzeug 38 hört. Ende. Drücken wir mal die 5. Mal gucken, was da passiert. Ne, vorhin haben wir ja einen relativ großen Funkverkehr gehabt, wo es Brand hat. Jetzt haben wir ja eigentlich nicht so viel. Ich bin gespannt. Licht hier auch aus übrigens. Auch aufgefallen. Muss ich den Patienten anmelden? Ne, ne? Ich weiß ja nicht mal, was der Patient hat. Ich kann mal gucken, ob ich mit der... Fahrzeug 6 hört. Aha. So. Da ist schon mal der Patient. Tontechnisch 1:1 passend. Sag ich euch, wie es ist. So. Ozan springt auch gleich rein. Prakti springt auch rein. Oder ist das der Notarzt? Das könnte auch der Notarzt sein. Mach jetzt einfach mal eine Notarztbekleidung draus. So, ich drück die 5. Passiert bei der 5 auf dem RTW was? Hat sie da aufgenommen? Nee, tatsächlich. Fahrzeug 7 hört. Ende. Drücken wir hier die 7. Fahrzeug 6 hört. Ende. Ja, auf dem Weg. Und dann ist es auch eins ans Ende schon, oder wie? Scheint so. Fahrzeug 38 hört. Dann Status 1 hört. Und Fahrzeug 38 hört. Status 1. Ey, ich frage mich nur, warum ich keine abschließende Lagemeldung mehr machen kann. Ich gucke jetzt, ob ich die 5 drücken hört. Kann. Aber aktuell haben wir hier bei beiden keinen 5er. Wird anscheinend nicht benötigt. Geschweige denn, möchte heute nicht. Vielleicht auch die Leitstelle noch einfach halb am Pennen, so, weil es ist nicht wichtig. Naja, egal. Cooler Einsatz, muss man sagen. Ist mal was anderes. Ist dieses klassische Feuerwehrding. Tragehilfe. Ich bin jedes Mal froh, wenn man Tragehilfe bekommt. Es gibt Treppen, die sind kacke. Es gibt Patienten, die sind breit, um es so feindselig wie möglich zu sagen. Und somit, Guys, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, egal ob es von Wegberg ist oder von Lüdenscheid, Linzing, Wuppertal, wie es alles heißt, ne? Oder von irgendwas anderem. Ja, dann lasst ein Abo da. Bis dahin, haut's rein. Spezi und Prost. Ciao.